The streets will never forget Ilcho Namoski. Er hat mehr gelbe Karten gesehen als Tore geschossen. Über Korneuburg, Rapid, Stockerau und Klingenbach führte ihn sein Weg zum GAK. Mit den Grazern wurde er Meister und Cupsieger. Der Durchbruch gelang ihm aber erst 2005 im Burgenland. In 8 Jahren Mattersburg scheute der Mazedonier keine Auseinandersetzung. Seine legendäre Statistik: 55 Tore, 90 mal gelb, 5 mal gelb-rot, 3 mal glattrot. Der Ruf der Bundesliga-Kretzen hat er geliebt und kultiviert. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie legendär war eigentlich Ilcho Namoski? Harald, du darfst übernehmen. Bei mir ganz, ganz weit oben. Ich gebe eine 90. Eine 90? Ohne Scheiß, du wirst Rolly Kohlmann 32 geben, ja. und den Ilcho Namoski gibst du 90. Und ich stehe auch bei der Relation, ja, dazu. Okay, Ilcho Namoski für mich 72. Natürlich nicht so eine große Legende wie der Rolly Kohlmann. Hoch. Ja, bei mir, der Harald hat es mal weggenommen, für mich wollte auch eine 90 geben, weil 90 gelbe Karten als Stürmer ist schon respektabler Wert für mich und deswegen auch für mich eine 90, lieber Ilcho. Damit starten wir die zweite Episode der Ansagekonferenz. Gehen wir es an. Ich bin zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer, immer von Spiel zu Spiel schauen. Und am Platz geht es natürlich zu der Sache. Wir sind zurück, Ansagekonferenz Episode 2, und wir starten gleich voll rein mit einer User-Frage vom Svenny Boy zum Aufwärmen. Welche Spieler in der Bundesliga haben das Potenzial, in einer Top-5-Liga zu realisieren? 98% des Salzburg-Kaders und Franz Grätzig. Ja, wen hast du auf dem Schirm? Ja, von der Rapid auf jeden Fall, glaube ich, Seidel. Wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Aber ich glaube auch vom WAC, der ein oder andere, viele junge, gute Kicker, ich glaube, da hätten auch einige das Potenzial. Ich würde Marco Grühl nehmen, denn der hat noch ein paar Monate, dann ist er schon in einer Top-5-Liga. Nein, ich glaube mittlerweile, ich mein, die Range der Top-5-Ligen ist eben auch sehr, sehr groß, sehr weit. Du hast eben Real Madrid und ganz unten hast du halt, sie spielen jetzt in der Saison gar nicht schlecht, aber FC Heidenheim. Mhm. Sprich, die Range ist sehr groß und von dem her, ich glaube, dass wirklich viele österreichische Bundesliga-Kicker auch in einer Top-5-Liga auch performen könnten. Alex Brass und Co. Und es gibt ja auch einen, der im Herbst noch in der Bundesliga gekickt hat und mittlerweile die Ligue 1 aufmischt. Mohamed Bamba, 5 Tore in 4 Spielen. Alter, was geht? Wirklich arg, also hätte ich nicht erwartet, dass der dort auch vor allem von Anfang an so funktioniert. Und ich meine, Lorient spielt jetzt knapp nicht um die Europacup-Plätze mit. Ne? Ja, das ist, ich glaube, im Vertrag ist irgendwas vermerkt, dass wenn Lorient nicht absteigt, dass es noch eine Bonuszahlung gibt für den WRC. Wenn sie jetzt so weiterspielen, dann wird es mit dem Abstieg, dann wird das Abstiegsgespenst schnell vertrieben in Lorient. Wirklich extrem stark. Ja, man kann dem WRC nur wünschen, dass er vielleicht eine Weiterverkaufsbeteiligung sich ausgehandelt hat. Zumindest ein paar Prozentpünktchen. 5 Millionen. Ne? 5 Millionen. Das hat wer auf Twitter geschrieben, das ist der größte Scam der WRC-Geschichte. Die 5 Millionen im Grunde dann eben auch Peanuts sind, wenn man bedenkt, Kolomouani, 6 Tore in 16 Spielen, für den haben sie, glaube ich, knapp 100 Millionen ausgegeben. Aber egal, wandern wir zurück. Ja. Österreichische Bundesliga. Habt ihr euch irgendwas angeschaut? Wart ihr im Stadion? Im Stadion war ich nicht. Stadion war ich auch nicht. Highlights angeschaut. Ich muss was erzählen. Ich war im Stadion und habe nicht gearbeitet im Stadion. In der Generali-Arena haben wir die Austria gegen Alltag angesehen und habe meiner Kollegin, unserer Kollegin Emily Konrad, die Arbeit überlassen. Und bin dadurch das erste Mal seit langem wieder mit der Masse quasi heimgefahren. Weil normalerweise, weißt du, wenn es da Pressekonferenzen und Mixons sind, das dauert ja ewig, bis du wegkommst. Da ist mit ja dem Fußvolk endlich einmal wieder abgegeben. Und habe wieder ganz vergessen, diese Tradition quasi, dass immer irgendein besoffenen Trottel gibt, der die Türnottaste drückt in die Busse und in die Straßenbahnen. Ne? Und das ist im Bus passiert und dann ist es nachher in der Straßenbahn auch passiert und ich stehe in Simmering und dann ist dieser, steigt irgendein besoffener aus und haut halt auf die Türnottaste. Und dann hat der BIM-Fahrer nicht gewusst, wie er das ausstellt. Super. Und das Glück war, dann war noch ein Besoffener da, der war ausgebildeter BIM-Fahrer. Ja. Der ist dann vorgegangen und hat ihm gezeigt, wie er das wieder ausschaltet. Wahnsinn. Schön. Wie lange hat die Einfahrt dann im Grunde gedauert? Na, lang nicht, aber es war halt laut. Es ist ja echt laut, dieses Ding. Wenn das haben wir noch nie gehört. Okay. Noch nie gehört? Na, okay. So ein, wie kann man sich das vorstellen? Ein langer Piepton? Es ist ein Alarm. Ein Alarm? Ja. Ui. Na, sehr laut. Muss ich mal ausprobieren. Ja, bitte. Da freut sich jeder Wiener Linienmitarbeiter. Ja. Na, Runde 19 ist Geschichte. Was hat euch am meisten geflasht von diesem Spieltag? Was bleibt euch in Erinnerung? Blau-Weiß Linz. Also,
dass sie jetzt schon wieder den Salzburgern Punkte abgenommen haben, ist stark. Also ich meine, Salzburg jetzt ein Punkt nur von 6 gegen Blau-Weiß Linz geholt. Also Chapeau, alle Ehren wert. Das hat mich auf jeden Fall am meisten überrascht, dass die wieder geärgert haben, die Bullen. Mhm. Das, obwohl es 6 Sekunden gedauert hat bis zum 1:0. Wahnsinn. Und ein Tor, das dann noch nicht geben hätte werden dürfen eigentlich. Mhm. Gell? Mhm. Wobei ich frage mich, wie oft es Fehlstarts gibt bei Anschlüssen. Ja, ich glaube, es werden relativ viele sein. Also 6% würde ich jetzt sagen. Die Stürmer immer schon Richtung gegnerische Hälfte laufen. War die strittigere Entscheidung, finde ich schon, dass es das WRC-Tor. Nach einem schnell abgespielten Freistoß, der halt einfach 10 Meter werden es gewesen sein, schätze ich. Ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, wir sind 20 Meter gewesen. Es war, also ich verstehe es wirklich nicht, warum er das weiterspielen lässt. Also verstehe ich auch nicht. Das muss er unterbinden. Ja, vor allem spätestens nicht dann in der eigenen Hälfte irgendwo, sondern nee. Ich meine, da waren 3-4 Gegenspieler noch zwischen ihm und dem Tor. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Ball noch komplett still gelegen hat. Ja, aber hat er? Ja, okay. Aber trotzdem für mich ist eigentlich die größte Fehlentscheidung in dieser Runde. Aber ansonsten auch wirklich gute Partien mit dabei gewesen. Allen voran natürlich Sturm Graz gegen Rapid. Mhm. Und dazu gibt es auch von mir den ersten Take. Nur ein Sieg in 13 Spielen gegen Sturm Graz, seit 21 Partien kein Dreier gegen Red Bull Salzburg und zuletzt am 1. September 2019 ein Derby-Erfolg. Rapid hat ein Big-Game-Problem und das Weststadion ist weit weg von einer Festung. Rapid hat zwar gegen Sturm wirklich den nächsten Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber unterm Strich mein Take, Rapid hat sein Top-Spiel-Mojo verloren, aber... Und das ist jetzt der Cliffhanger für Instagram bzw. für unsere Social Media Kanäle. Denn ich finde, die Entwicklung spricht eigentlich jetzt für die Hütteldorfer, dass dieses Big Game Problem in Bälde beseitigt wird. Ich rieche einen Derby-Sieg am Sonntag. Ich rieche ein 1:1, so wie immer. Gefühlt. Also würde ich die letzten Jahre immer 1:1 tippt, aber für Sonntag glaube ich einen Sieg von Rapid. Was ist die Entwicklung, die dich daran glauben lässt? Dass Rapid einerseits ganz viel Liga 2 Potenzial mit dabei hat. Also wenn du jetzt einmal geschaut hast, schau doch mal bitte die Mannschaft von Rapid an. Mittelfeld und Sturm. Du hast in Grigic, in Sattelberger, in Seidel, in Grüll, du hast in Lang und du hast in Majulu. Also die Startelf gegen Sturm Graz, das waren alle Spiele, die ich im Grunde in den letzten Jahren auch in Liga 2 begleiten habe dürfen. Mhm. Und das spricht einerseits für das Rapid. Das ist das Argument. Nein, okay, ja, sehr gut. Nein, ich finde einfach, dass Rapid mir das Gefühl gibt, erwachsener zu werden, eine bessere Selbsteinschätzung zu sich selbst zu haben. Ich glaube, das Problem von Rapid in den letzten 10 Jahren oder generell, dass die Hütteldorfer neigen zu Selbstüberschätzung, dass man immer mit komplett falschen Zielen in die Saison gegangen ist und dass es jetzt einmal auch einen Trainer von außen gebraucht hat, der nicht dieses ganze große Rapid-Ding mitgetragen hat, der mit Rapid im Grunde aufgewachsen ist. Also Robert Klaus wird Rapid vorher schon gekannt haben, ist mir schon klar, aber trotzdem als deutscher Trainer hast du jetzt ja nicht den Fokus so in Richtung Österreich gerichtet, dass du die ganze Tragweite eines Vereins ja wirklich auch erfassen kannst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass jetzt der Trainer von außen da jetzt mal installiert worden ist, der weggeht von diesem, wir sind Rapid, wir müssen gleich Meister werden, wir müssen mindestens einen Titel holen. Ich meine, wann haben die das? 2008, letzter Titel. Und ich glaube, dass diese Herangehensweise einerseits mit Robert Klaus super war und ich glaube, dass er das mittlerweile der Mannschaft so vermitteln kann, dass Rapid, würde ich jetzt schon mal sagen, für einen sehr guten Kader für 2024/25 arbeitet und in den nächsten Monaten sich gut entwickeln wird. Das ist zumindest meine Annahme. Was hilft dir das alles im Derby? Ich weiß nicht, ein Derby hat eigentlich gesetzt. Nein, aber jetzt ernsthaft, was hilft dir jetzt eine realistische Selbsteinschätzung in einem Derby? Ja, aber schau, ich sage mal so. Ich meine, das Einzige, was Rapid hilft, ist, dass die Austria sehr ersatzgeschwächt da reingeht. Genau, das ist das einzige Argument, dass ich. Nein, ich finde aber, dass Rapid, aktuell, nein, ohne Scheiß, unter Robert Klaus hat das für mich alles mehr Hand und Fuß. Ich glaube einfach, dass die Austria am Sonntag geknackt wird. Ich glaube, ich sage einen Tipp 2:1, Majulu, Grigic, Treffen für Rapid und Kretzig für die Austria. Kretzig 1:0, dann dreht Rapid noch die Partie und dann ist dieser Fluch beendet. Dazu sollte Rapid auch mal die Chancen reinhauen. Also ich meine, dass die breite Brust und der Klaus ist mir schon auch aufgefallen. Also es ist schon ein anderes Spiel,
finde ich, als wie unter Barisic. Aber trotzdem die Chancenauswertung. Rapid ist bei so vielen Statistiken, was Chancenerarbeitung betrifft und Großchancen, weit vorne dabei. Und sollten ja, glaube ich, auch 7 oder 8 Tore mehr geschossen haben eigentlich schon. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn der Burgstaller nicht vorne ist, auch wenn der Majulu jetzt schon einmal getroffen hat im Frühjahr, ohne Burgstaller vorne wird es schwer. Deswegen glaube ich nicht einmal, dass der Majulu im Derby trifft. Und ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, ein Derby im Weststadion, das geht 1-1 aus oder die Austria gewinnt halt. Was haben wir rausgesucht? Letzter Rapid-Sieg in Hütteldorf. Letzter Rapid-Sieg. Also im Weststadion noch nie gewonnen. In Hütteldorf ist jetzt über 10 Jahre her. War der 9. Februar 2014. Ja. Wahnsinn. Da musst du ja mal vorlesen, wer da genau über 10 Jahre. Aus der damals aus der Champions League quasi rauskommen. Wahnsinn. Und dann Lennart Pfälzer. Ein Paralleluniversum. Sabitzer und Sonnleitner getroffen beim 3-1. Eigentor Kaya Rogul. Und David de Paula. Kaya Rogul, Hornlegende. Ja, und was als Sabitzer damals auch Rapid noch mit Schaub, Bezos, Burgstaller. Ja. Boskovic, eingewechselt Ala, Stakel und Babilic. Ala könnte wieder zurückkommen. Könnte die Offensive beleben. Nein, für ganz das darf ich noch nicht. Ja, aber ich sage vor allem Majulu, das ist sowieso für mich der Nummer 1 Stürmer der kommenden Saison von Rapid. Auch wenn sie jetzt mit dem Burgstaller verlängert haben. Ich glaube, dass Majulu gerade dieses Jahr jetzt in der Bundesliga braucht, um mal ankommen. Der Seidel performt schon sehr gut. Der wird aber in der nächsten Saison noch den viel größeren Step machen. Das hat er bei Blau-Weiß-Linz in Liga 2 gezeigt, dass er ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber dann schnell auch performt hat und abgeliefert hat. Und ich glaube, dass das ähnlich passieren wird auch in der Bundesliga, wenn er in der kommenden Saison überhaupt noch bei Rapid spielt. Weil wenn der Seidel gute Euro spielt, dann wird er schnell weg sein. Das ist halt das Problem von Rapid, dass du im Sommer vielleicht wieder viele offene Baustellen hast mit dem Abgang von Marco Krühl, der offensiv schon der Dreh- und Angelpunkt ist und von dem her könnte es dann wieder schwieriger werden. Lass uns noch kurz über Christoph Lang reden. Ja, bitte. Der Torjubel oder der Nicht-Torjubel hat ja für Diskussionen gesorgt am Wochenende. Wie steht ihr dazu? Torjubel gegen einen Ex-Club? Kommt drauf an, was die Vorgeschichte ist. Also wenn du lange Zeit bei dem Verein gespielt hast und auch Publikumliebling warst und du noch immer irgendwie eine gute Verbindung zu diesem Verein hast, dann würde ich persönlich nicht jubeln. Wenn aber ein Verein, wie es jetzt zum Beispiel beim Christoph Lang so war, der Sturm hat ihn ja mehr oder weniger nicht gebraucht, hat ihn einfach abgegeben für gutes Geld, dann hätte ich mich, glaube ich, schon auch zu einem Jubel hinreißen lassen können. Ist es diese ganz individuelle Geschichte? Also die Connection, die du selbst, egal ob du jetzt eine lange Vorgeschichte hast mit dem Verein, ob du große Erfolge gefeiert hast oder nicht, wenn du trotzdem irgendwo diesen Verein im Herzen nur ein bisschen trägst, dem viel zu verdanken hast, dann ist ja nur authentisch, dass er jetzt ja nicht gejubelt hat, dass er zurückhaltend war. Ich glaube nicht, dass er sich viele Gedanken gemacht hat, sondern dass es wirklich in diesem Moment dann einfach auch aus ihm nicht herausgekommen ist. Ich meine, war natürlich, muss man schon noch dazu sagen, es war direkter Freistoß, es war unmittelbar vor der Sturmkurve. Ja. Ist vielleicht, wenn es andersrum ist und die Partie im Allianzstadion stattfindet und er vor der West quasi dieses Tor macht, schaut es vielleicht auch anders aus. Ist situationsabhängig. Außerdem hat er schon einmal, das Gefühl hat er ja schon gehabt heuer in der Saison, im Hardback-Trikot hat er ja auch schon getroffen, mal eben gegen Sturm, mal eben auswärts, von daher. Also sagen wir so, es war mir klar, dass er jetzt nicht den Emmanuel Adebayor auspackt, also für Manchester City das Tor geschossen hat und dann die komplette Breite des Spielfelds, nein, Länge des Spielfelds zum Arsenal-Sektor läuft. Also ich finde die Diskussion an sich, ich finde es eigentlich gar nicht diskutabel. Ich weiß, dass es gestern bei Sky, bei den Kollegen von Sky Thema war, dass Andi Herzog und Alfred, ich sage immer Ewald Tatter, weil ich das einfach so drinnen habe vom Novarock Veranstalter. Dass die ja eher... Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja, ich, was? Ja, ich weiß nicht, damit bin ich ja aufgewachsen. Ich bin zuerst eher mit dem Ewald Tatter aufgewachsen, aber egal. Dass die das schon auch stimmt haben, aller, warum jubelt er nicht? Der soll jubeln, wenn er ein Tor schießt, das ist ja komplett scheißegal. Aber ich glaube, das ist an jeden selbst überlassen. Das ist so ähnlich nervig, finde ich, diese Thematik wie die Hymnen-Thematik, ob du die Hymne mitsingst Gott, oder nicht. Das soll halt dann auch im Grunde jeder für sich selbst entscheiden, ob er mitsingt oder nicht. Das ist mir scheißegal, ob jetzt da irgendein Spieler die Hymnen nicht mitsingt, ob er dann mehr national verbunden ist oder nicht. Ich meine, das ist mir scheißegal.
ganz ehrlich. Und solange sich am Spielfeld zerreißt, ist mir das wurscht, aber davor die Hymne singt. Ja, eh, und ich glaube, den Rapid-Fans wird es auch egal sein. Es war ein geiles Titel und von dem alles gut. Mhm. Ja, Rapid ist abgeschlossen. Patrick, du übernimmst mit deinem Take. Mein Take lautet wie folgt: Zu viele Salzburg-Stürmer verderben den Brei. Und zwar liegt es eben daran, dass die Salzburger ein richtiges Überangebot haben an Stürmern. Und zwar haben sie 6 an der Zahl mit Konaté, Simic, Radkov, Nene, Fernando und Keuter. Aber es fehlt irgendwie der Knipser bislang in dieser Saison. Das sieht man allein in der Statistik zuletzt, dass ein Stürmer oder ein Spieler von Salzburg halt eben nach 19 Runden weniger Tore geschossen hat, da Alexander Zickler vor 16 Jahren. Und allein die Minuten pro Tor, also Konaté braucht 141 Minuten in dieser Saison für ein Tor. Davor war Sesko in der Saison davor mit 126, Adeyemi 102, Daka 72 und so weiter und so fort. Also bei Salzburg ist in der Offensive auf jeden Fall der Wurm drin und auch sie haben einen Topwert und zwar sie haben 13 verschiedene Torschützen. Kein anderer Verein hat so viele verschiedene Torschützen wie die Salzburger. Ja, und nach Konaté, der was 8 Tore geschossen hat, dann kommt halt eben erst Simic und Radkov mit jeweils 4. Und das ist, da fehlt einfach die Knipserqualität bei den Salzburgern. Und es ist halt auch kein Vergleich mehr zu früheren Saisonen, wo sie 2019, 2020 hatten sie 68 Tore nach 19 Runden. Und heuer sind 36. Also ja, da sehe ich schon ein bisschen Aufholbedarf. Einerseits ist natürlich notgedrungen, dass es mehr Torschützen gibt, weil es waren viele Verletzungssorgen auch bei Salzburg. Fernando, die Geschichte haben wir eigentlich eh in der letzten Ansa-Konferenz schon besprochen. Kreuter war auch länger Zeit mal verletzt. Ja. Aber ich sehe das Problem eigentlich eher darin, dass Salzburg keine Hierarchie bei den Stürmern hat. Das sind 6 Stürmer gefühlt auf einem Niveau. Karim Konaté würde ich vielleicht noch ein bisschen drüber heben, aber der Rest ist so auf einem Level. Und ich glaube, dass das eben auch schwierig ist für einen Trainer, dann so zu managen, dass wirklich von diesen Stürmern einfach jeder bei Laune bleibt. Denn Roko Šimić hat halt mittlerweile, glaube ich, keinen Bock mehr, sich auf die Ersatzbank zu setzen. Du musst ja auch sagen, es sind ja mehr oder weniger auch 6 neue Stürmer. Mhm. Also weil ein Konaté war letzte Saison noch in Liga 2 unterwegs für Liefering. Simic war ein halbes Jahr ausgeliehen zu den Grasshoppers in Zürich. Radkov ist neu, Nene war verliehen, Fernando war so gut wie verletzt, halt eben auch wie diese Saison. Und Keuter, selbes Spiel. Also müssen sich erst finden, gefühlt. Ich meine, ich finde das jetzt der Wert 13 verschiedene Torschützen und damit Ligaspitze, ich finde, das ist jetzt du hast auch ein Qualitätsmerkmal. Schon. Das ist jetzt nichts Negatives, ja, auch wenn man letztes Jahr was Sturm, glaube ich, mit den meisten verschiedenen Torschützen, das war ja, die haben echt eine absurde Zahl gehabt, wenn ich das recht im Kopf habe, das war so Richtung 19 oder so, da hat echt jeder getroffen, der kein Goalmann war. Aber ja, ich sehe es auch so, ich hätte es eigentlich von Konaté in der Saison erwartet, dass er so den Durchbruch schafft, dass wir jetzt eher von 15 Konaté-Toren reden inzwischen. Ist vielleicht natürlich auch der Afrika Cup ein bisschen dazwischen gegrätscht, hat ihm die Vorbereitung jetzt gefehlt, ist jetzt noch nicht im Kader gewesen, weil er erst zurückgekommen ist, als Afrika Cup-Sieger, muss man auch dazu sagen. Kann mir aber gut vorstellen, dass der jetzt da auch noch einmal explodiert im Frühjahr. Ja, also erinnert euch an, auch Šeško und so weiter hat es ja immer wieder gegeben, ja, dass dann im Frühjahr dann im zweiten Halbjahr noch einmal der Salzburg-Stimme explodiert ist. Das ist ja ein Phänomen, das sehen wir ja in Liga 2 beim FC Liefering auch das öfter. Ja, bei Šeško war es auch so, als er dann wirklich explodiert ist, war Herbst überschaubar und auf einmal schießt er, glaube ich, 17 Tore im Frühjahr. Mhm. Also ich glaube auch, Karim Konaté ist derjenige, der Keyplayer da vorne. Zu dem wird er sich auch entwickeln. Aber trotzdem, Hierarchie, ich glaube, es sind einfach auch viele Stürmer, die von den Egos her jetzt keinen Bock haben, sich halt hinten anzustellen. Und ich glaube, dass man da ein bisschen besser hätte schauen müssen in der Zusammenstellung der Offensivreihe, dass man da hierarchisch ein bisschen besser durchplant. Es sind halt jetzt viele Spieler zurückgekommen, verletzungsbedingt. Zudem hast halt eher damit gerechnet, dass du im Frühjahr noch international spielst. Eben, ja. Und das ist halt jetzt das Problem der Salzburger. Ja, es wird spannend, wen es jetzt auf die Bank. Weil du hast jetzt mehr oder weniger 6 potenzielle Angreifer und du hast aber nur 3 Positionen halt eben vorne. Deswegen darf man eigentlich sehr gespannt sein, wer da dann aus dem Kader auch schlussendlich fliegt. Ja, vor allem, weil Radkov ja auch gut aus der Vorbereitung rauskommen ist, finde ich.
muss man auch sagen. Bitte ins Mikro sprechen. Weil Radkopf ja auch gut aus der Vorbereitung rausgekommen ist, finde ich. Nein, natürlich. Also hat jetzt zweimal getroffen, von dem her, das spricht natürlich auch für Radkopf, aber Karim Konaté muss gesetzt, dann bleibe ich dabei. Das ist die heißeste Transferaktie, die kannst dann, muss natürlich Salzburg auch in die Richtung denken, die kannst, glaube ich, am besten, am schnellsten dann auch wirklich sehr gewinnbringend auch wieder verkaufen. Ich meine, wobei von denen, ich meine, Kalter ist ja fix weg im Sommer. Ja. Also läuft ja sogar aus, glaube ich, der Vertrag. Ja, gut. Also, Salzburg abgeschlossen. Harald, dein Take oder Fact, was ist es? Überrascht die Menschen da draußen. Es ist ein Take und der hat so halb nur mit der Bundesliga zu tun. Es geht nämlich um die Akademiereform. Mein Take ist, die Akademiereform ist unfair. Ganz kurz die Ausgangssituation. Wir haben 15 Akademien, die um die große Lizenz angesucht haben, also die in der Akademie, in der ÖFB-Jugendliga mitspielen wollen. Dürfen aber nur 12, weil es zu viel sind, hat sich der ÖFB überlegt, wir machen ein Punkte-Ranking. Da wird nach verschiedenen Qualitätskriterien werden Punkte vergeben, also nach der sportlichen, nach Infrastruktur und Personelles, nachdem wie gut oder schlecht der jeweilige Träger, Verein oder Verband ist. Und das dritte ist so Regionalität, Stabilität, das heißt zum Beispiel, dass wir jetzt nicht 7 Akademien in Wien brauchen zum Beispiel. Ja. Nachdem ist es gerankt worden, es haben alle 15 Akademien haben die Lizenz bekommen. Und jetzt ist es aber ganz zufällig so, dass die letzten 3, die jetzt dann nicht mitspielen dürfen nach diesem Ranking in der ÖFB-Jugendliga, sondern die in der zweiten Liga, der Jugendregionalliga spielen müssen, just die 3 neuen Akademien sind. Nämlich jene aus Klagenfurt, von Austria Klagenfurt, jene vom GRK und jene vom TSV Hartberg. Und das ist unfair. Also, wir haben uns eigentlich im Vorfeld ausgemacht, dass wir alle einen Take und einen Fact in 30 Sekunden vortragen. Jetzt hast du, glaube ich, 2 Minuten geredet und du 90 Sekunden. Zwei Minuten habe ich sicher nicht geredet. Du hast ewig lang bei deinem Monolog. Ja, aber da habe ich dann gesagt, das ist der Cliffhanger auf Instagram, da endet mein Take. Ja, hättest du halt den Basel gedrückt. Zurück zum Thema. Es ist ja wirklich extrem interessant. Und klar, es ist ja unfair. Es ist aber typisch österreichische Lösung, oder? Vor allem, warum ist es unfair? Weil einer dieser Punkte, es sind insgesamt 100 Punkte, die man holt. Ja. Also bei sich, da gibt es zum Beispiel für Überqualifikationen der Co-Trainer und Tormann-Trainer kriegt man 2 Punkte. Ja. Für die Überqualifikation? Ja. Genau. Wer ist überqualifiziert? Ja. Naja, wenn der Co-Trainer jetzt zum Beispiel eine UEFA Pro-Lizenz hat, die er nicht bräuchte. Okay. Ja. Und dann gibt es 8 Punkte für den 3,5 Jahrespunkteschnitt in der Gesamttabelle. Ja. Also die war der GRK und Klagenfurt in den letzten 3 Jahren unterwegs? Genau, gar nicht. Die sind neu, das heißt, sie haben einfach 0 Punkte dort bekommen. Ne? Und dadurch einmal einen ganz klaren Startnachteil. Ja? Aus der Klagenfurt ja auch neu gegründete Akademie, die deswegen auch einen Nachteil hat, weil die haben jetzt in den ersten Jahren jetzt nicht die Jugendlichen zerschossen. Ne? War übrigens eine Vorgabe vom ÖFB-Präsidium, dass die alteingesessenen 12 Akademien einen Startvorteil genießen sollen. Ne? Oh. Die Frage ist, wie holt man das wieder auf? Ne? Jetzt stehen wir vor der Situation, dass Austria Klagenfurt zu Recht Protest eingelegt hat und da sehr motiviert ist, den ganzen Instanzenzug jetzt einmal durchzugehen. Ne? Also jetzt geht es vor das Protestkomitee und dann vor das ständig neutrale Schiedsgericht. Das heißt, das wird sich jetzt einigermaßen in die Länge ziehen, bis es da finale Entscheidung gibt. Ne? Interessiert euch noch, wie sie gerankt worden sind? Ja, bitte, das würde ich eigentlich jetzt als nächstes fragen. Nein, ich meine, du bist, jetzt ist natürlich ja der Schreck. Das ist natürlich, rede ich jetzt gerade ein bisschen viel. Aber das passt ja. Ich meine, du hast ja das rausgesucht, das Ranking der Vereine. Genau, Salzburg ist auf Platz 1. Wenig überraschend. Ja, wieso? Salzburg ist ja nicht auf Platz 1. Das sind zwar total eigenständige Vereine. Wie bist du? Akademie, ja. FC Liefering, also Liga 2 Akademie, die da am besten eigentlich arbeitet. Genau, mit der Salzburg kooperiert. Ja. Platz 2, der SK Rapid. Auch weil die, was den Output der Spieler in den Profibereich angeht, natürlich sehr stark sind und das ist ein sehr langer Berechnungszeitraum. Da fallen auch so Mert Mühldür als Serie A-Spieler und La Liga-Spieler auch noch rein. Ne? Ja. Aber ist nach wie vor so. Dritter, der SK Sturm. Der steirische Weg hat sich jetzt beim Spiel gegen Rapid auch wieder gezeigt. Christoph Lang. Ja. Das war der einzige Steirer in den beiden Startformationen, würde ich nur mal sagen. Gell?
Vierter die Austria, fünfter der LASK, sechster die Admira und so weiter und so fort. Ja. Ist relativ spannend, ja. Auch wie das Ganze gewichtet wird. Ja. Du kriegst ja letztendlich tatsächlich für den Sport und für den Output nur 36 von 100 möglichen Punkten. Also du kannst komplett runterladen, sportlich gesehen, und trotzdem bei den anderen Säulen Chancen. Ja, ja. Wobei natürlich sich die Top-Teams von diesen 100 Punkten auf einem sehr hohen Niveau alle bewegen. Ja. Aber ja, kommt auch auf die Liga-Historie deines Kooperationspartners zum Beispiel an oder deiner Kampfmannschaft. Ja. Hat jetzt da natürlich der GRK jetzt auch nicht so viele Punkte machen können wie Salzburg oder Sturm. Ne? Ich meine, ist immer die Frage, wie weit sie zurückgehen in der Historie. Weiß ich jetzt gar nicht, in dem Fall sind es, glaube ich, auch. Es ist ja dann auch ein neu gegründeter Verein gewesen, der GRK. Richtig. Also von dem her kannst du es sowieso nicht mit einbeziehen. Was natürlich jetzt interessant ist für die drei Vereine, die da höchstwahrscheinlich nicht partizipieren dürfen, wo spielen die in der kommenden Saison? Die spielen, es gibt es letztes Jahr schon, da war es probehalber eine zweite Leistungsstufe eingezogen worden, der ist ÖFB Jugendregionalliga. Das wird, wenn jetzt da oben... Aber es ist eine Liga, also eine nur für alle User, dass die das verstehen, es ist da im Grunde eine zweite Liga. Eine zweite Liga, wenn man so will. Ja. Der Unterschied ist, dass da noch keine U15 gibt, also da spielt nur U16 und U18. In der oberen Liga spielt U15, U16 und U18. Und ist dann eine 14er Liga. Ich lese einfach kurz vor, wer da noch dabei ist. Ja. Alphabetisch. TSV Leoben, der FAC, die Vienna, Binzgau Saalfelden, Kapfenberg, Team Wiener Linien Elektra, der SK in St. Pölten, Amstetten mit Weidhofen, Wels ist erstmals dabei, Horn mit Hollerbrunn, Stripfing mit Wiener Neustadt ist erstmals dabei. Das sind die 11 Teams plus die anderen, die runterkommen. Es wird dann eine 14er Liga sein. Und das Problem, haben wir im Vorfeld besprochen, ist, dass da einfach das Leistungsgefälle zur Bundesliga, zu der Jugendbundesliga viel zu groß ist. Es ist sehr groß. Also es hat jetzt im Pilot ja vor allem Saalfelden und so weiter schlecht performt, muss man so sagen. Ja. Wenngleich natürlich Ergebnisse im Nachwuchs jetzt nicht vorrangig sind, aber wenn es dann jetzt irgendwen 6-7-0 wegschießt, ist das halt jetzt wenig spannend für irgendwelche Talente von GRK Hartberg, die großen Wert auf ihre Ausbildung legen, weil das ja in diesem Dellenbachschen System schon auch wichtig ist. Ja. Okay, dann schicken sie ihm heute nach Lafnitz. Also, den 16-Jährigen halt noch nicht. Nein, aber wenn er gut ist, ein Kicker von Viktoria Pilsen, der ist glaube ich 17, also von dem her, den packen sie jetzt in Lafnitz, also in dem Parkt Viktoria Pilsen im Grunde in Lafnitz. Aber vielleicht dazu das mehr dann in der Zwarer-Konferenz. Aber egal. Also ja, aber wie soll man das jetzt da fairer gestalten? Im Grunde glaubst du, dass Austria Klagenfurt da wirklich eine reelle Chance hat, dass sie da durchkommen mit dem Protest? Kann ich mal schwer Urteil anmaßen. Ja. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall gut und okay, dass sie da jetzt alle Rechtsmittel ausschöpfen und dass sie es probieren zumindest. Ja. Also ich glaube, die Austria Klagenfurt hat einen sehr langen Atem. Also wird auf jeden Fall ein langer Kampf werden, glaube ich. Ja. Nein, also im Großen und Ganzen finde ich es gut, dass diese Akademiereform kommt und gekommen ist und alles. Ja. Es sind halt nur ein, zwei Sachen und eben dieser Punkteschnitt, das halte ich halt schon sehr für diskussionswürdig. Ja, das ist keine Chance. Es ist natürlich, wie willst du da rankommen als GRK, wenn du naja, vor der Akademie erst startest? Also du hast in zwei Jahren, wenn die Lizenzen wieder vergeben werden, stehen sie ja wieder bei null. Nee. Ja. Also komplett lächerlich. Aber gut, das waren unsere Takes und Facts zu dieser Runde. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Gema Käfig. Sag nicht gerne was, aber... Das hat mit Respekt nichts zu tun. Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter. Arme Junge. Sowas geht einfach nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken. Verstehe ich nicht. Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat. Wirklich, da braucht man nicht diskutieren. Aber über die 90 Minuten gesehen war... Es ist wahnsinnig, wahnsinnig. So viele Fehlentscheidungen, obwohl... Mit welchen Schiedsrichter? Obwohl immer jemand daneben stand. Mit welchen? Linienrichter oder Schiedsrichter. Das ist für mich respektlos. War das für mich eine richtig schlechte Leistung? Aus.
Schnitzel mit Pommes. Heute gibt es bei uns eine neue Rubrik mit Gemma Käfig, in der wir eine fiktive Mannschaft zusammenstellen mit einem Themenschwerpunkt. Und für die Käfigpartie von heute haben wir Wienäuder genommen. Wir haben hinsichtlich des Wiener Derbys, beziehungsweise du hast hinsichtlich des Wiener Derbys eine reine Käfigmannschaft mit Wienern zusammengestellt. Und daher überlasse ich dir jetzt die Bühne. Harald, the stage is yours. Deine Wien-Euder-Truppe. Ich danke. Gespannt. Gehen wir Käfig in Wien mit Wienern, Euder. Im Tor Michael Konsel. Michael Konsel, der Panther, sechsmal bester Torhüter in der Stadthalle gewählt worden. Und der Mann zahlt alles raus, was irgendwie daherkommt. Es kommt aber nicht viel daher, weil in der Abwehr David Alaba. Technisch vom Feinsten und gleichzeitig immer noch Innenverteidiger. Das heißt, der räumt nicht nur ab, sondern der spielt auch mit, wenn es nach vorne hingeht. Im Mittelfeld zwei Mann. Einmal Andreas Herzog. Auch über Andreas Herzogs technische Fähigkeiten brauchen wir, glaube ich, nicht viel Worte verlieren. Und da braucht er auch nicht so viel laufen. Das stört ihn, glaube ich, auch nicht. Neben Andreas Herzog Herbert Prohaska, Österreichs Jahrhundertfußballer. Jeder, der Herbert Prohaska 4 Sekunden in der Stadthalle spielen gesehen hat, weiß Bescheid, warum Herbert Prohaska in jedes Käfigteam reingehört. Und zu guter Letzt im Sturm natürlich Marko Arnautović. Mehr Käfig geht nicht. Das ist natürlich eine Fame-Truppe, muss man sagen. Ich meine, ja, du hast eine Mannschaft zusammengeformt, die, finde ich, schon ein sehr Potenzial hat, aber du bist zu sehr auf die großen Namen gegangen, okay, und hast das eigentliche Game des Käfigs so ein bisschen außen vor gelassen. Okay, Andi Herzog, ja. Herbert Prohaska, verstehe ich absolut, ja, aber das ist ein Hallenkicker und ich finde schon, es gibt einen Unterschied zwischen einem Hallenkicker und einem Käfigkicker. Ja. Oder ist jetzt hier, ist es anders? Nein, also Halle ist wieder. Ja, wieder nein, jetzt was bin ich anderes. Gespannt, wenn hättest nein, du. Also, nein, was hast du vielleicht für andere Vorschläge? Nein, ich hätte einerseits natürlich, ich meine, Ümit Korkmaz, ja, Veli Kavlak, Volkan Karaman, auch der, glaube ich, im Käfig unbeschreiblich gut. Ja. Mhm. Und einer, der mich halt auch in der Halle immer extrem geflasht hat und ich glaube, der würde auch im Käfig gut performen, Olli Lederer. Das sind so die Picks, die ich noch dabei gehabt habe. Olli Lederer habe ich so nicht am Schirm gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Ja, und die anderen schon, oder was? Ja, die anderen sind klassische Käfigkicker. Ja. Ich glaube aber, dass gute Stadthallenkicker und gute Hallenkicker auch im Käfig performen. Zumindest die, die ich ausgewählt habe. Also ich stelle heute noch in der Zmara-Konferenz, kurze Cross-Promotion, heute gibt es auch die neue Zmara-Konferenz bei uns zu sehen, habe ich mir ein bisschen das Teamgefüge angeschaut. Du brauchst verschiedene Typen auch im Käfig. Da fehlt mir halt jetzt der... Wer? Was? Jetzt bin ich gespannt, welcher Typ dir da jetzt fehlt. Mir fehlt einer hinten. Alaba ist gut, aber du brauchst hinten einen, Grenzen? Der weh tut. Nein, der weh tut. Da geht keiner rein, um den Gegner weh zu tun. Und im Käfig musst du jemanden haben, der einerseits voll laut ist, nur herumbrüllt und den Leuten weh tut. Gab es das in der Truppe ein Problem mit Lautstärke? Gibt ja, Patrick. Ich glaube, bevor ehrlich, jetzt der Hannes noch viel also mehr ganz ehrlich, Tor und Abwehr habe ich überhaupt nichts zum Aussetzen, hätte ich nicht anders so getan. Im Sturm Arnautović, ja, finde ich gut. Im Mittelfeld, da ist eben auch so Käfig, da fehlt mir mehr Käfig, brauchst du ein bisschen mehr, deswegen habe ich auch Korkmaz und Kavlak bei mir aufgeschrieben gehabt. Mhm. Und ich glaube, der Ogal wäre im Käfig auch nicht so schlecht gewesen. Echt? Ja, ah, ich glaube schon. Oh ja, ich glaube schon. Vor allem auch was die Lautstärke, was die Persönlichkeit betrifft, der hätte da auch noch einen guten Touch reinbracht. Die Frage ist natürlich auch, ist die Mannschaft, ich meine, ich würde die nicht zu sehr kritisieren. Nein, alles gut, wir machen nachher noch Ried. Also. Da wirst du dann nicht zerlegt. Nein, das ist so gut durch den Nein. Ich glaube, dass diese Mannschaft ein bisschen zu verspielt ist. Das kann er, du brauchst einen, der einfach nur in Fuß hinhält und einfach mal oder aus, von der Hälfte des Platzes einfach mal abzieht. Der Kicker würden den Ball ins Tor tragen. Ja, und völlig Käfig, Käfig ist aber nicht nur zaubern. Da geht's aber schon viel zaubern auch. Ja, also sicher, Käfig. Zaubern, ja, ist mir schon klar, aber trotzdem gehört im Käfig, musst du auch abliefern. Sonst spielst du 5 Minuten und bist weg und dann wartest du wieder 20 Minuten. Was ist eure Wiener Käfig-Truppe, liebe User? Bitte ergänzt es in den Kommentaren und das soll es dann aber auch schon gewesen sein mit Anzeigenkonferenz Episode 2. Bitte schaut euch auch die Zwarer Konferenz an, hört uns auch auf dem Podcatcher eures Vertrauens, schenkt uns doch 5 Sterne, folgt uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Weiß ich nicht, was noch?
Reicht schon. Sollte reichen. Empfehlt uns euren Freunden und Freundinnen. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir sind auf jeden Fall nächsten Montag wieder zurück, dann mit einer ausführlichen Analyse des Wiener Derbys. Bis dorthin, macht es gut und bis zum nächsten Mal bei der Ansagekonferenz. Ciao. Servus. Wie warst du zufrieden mit ihm? Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen. Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und... Was soll ich jetzt auch sagen? Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt aus. Ende.